Herzlich willkommen zu einem Promi-Geflüster. Endlich mal wieder aushäusig, wir durften mal wieder raus. Und zwar zur ersten Leonberger Schlagerparty. So heißt es, das Ganze präsentiert von meinem heutigen Interviewgast, von Vincent Groß. Und auch dazu sage ich Hallo und herzlich willkommen. Grüße dich. Ja, vielen Dank. Lange nicht gesehen während der Pandemie. Natürlich waren wir auch das eine oder andere Mal online zusammen, was ja, glaube ich, bei vielen in den letzten Jahren sozusagen immer mehr geworden ist, oder? Ja, eindeutig, natürlich. Online, das war der Ersatz eigentlich, sage ich jetzt mal, so eine lange Zeit, auch für Konzerte. Aber Hand aufs Herz, am schönsten ist es, wenn wir wieder gemeinsam feiern können, so wie wir es gleich hier auch in Leonberg in der Schlager, bei der Schlagerparty machen werden. Also das ist auch einfach das Schönste. Und du präsentierst das Ganze. Wie muss man sich das Ganze vorstellen? Bist du jetzt dann nur als Moderator auf der Bühne oder machst du auch musikalische Einlagen? Ich werde es mir natürlich nicht nehmen, auch das eine oder das andere Lied zu singen. Und das werde ich auch verteilt über den Abend machen. Und gleichzeitig aber auch meine tollen Künstlerkollegen abmoderieren. Team 5, Vox Club mit dabei. Also für Stimmung wird heute auf jeden Fall gesorgt. Dafür kann ich als Gastgeber und als der das präsentiert, eindeutig garantieren. Ja, jetzt heißt es ja die erste Leonberger Schlagerparty. Das klingt nach Fortsetzung. Weißt du da schon was? Ich weiß noch nichts fix, aber es wäre natürlich wahnsinnig schön, wenn das dann bald auch die nächste gibt. Die zweite, die dritte und die vierte. Genau, also mein Moderieren, das kannst du ja eh schon gut, das weiß man. Das kriegt man auch immer mal wieder mit. Bei den einen oder anderen Anlässen bist du auch durchaus auch mal als Moderator tätig, gell? Auf jeden Fall. Ich habe ja während Corona, sage ich mal, damit angefangen, einfach, weil wir nicht mehr die Möglichkeit hatten, ich sag mal jetzt irgendwie Konzerte zu machen, habe ich meine eigene Show eigentlich aufgezogen. Sonntagmorgen, 10 Uhr, war ich immer da mit Stars um 10 hautnah und habe mit Giovanni Zarella geredet. Ich habe mit Elton, mit Thomas Rath, mit ganz, ganz vielen Leuten einfach getalkt, mich über sie eigentlich informiert und das war wahnsinnig spannend. Das habe ich für mich dann gelernt, dass ich das sehr gern mache. Und dann kam auch daraufhin die Anfrage von der ARD, von Immer wieder Sonntags, das Musikquiz zu übernehmen und zu machen. Sehr gut. Weil da ja eine Stille frei wurde, nachdem Giovanni Show bekommen hat. Der übrigens heute Abend irgendwo bei den Öffentlich-Rechtlichen, also sprich im ZDF zu sehen ist, genau. Aber dann sind wir ja Kollegen sozusagen. Ne? Absolut, ich bin heute hier bei der Primetime schon mit dir. Das genau. Allerdings nur diesen Teil. Auf gesanglich will ich mich jetzt nicht ranwagen. Da kriegst du von mir, von meiner Seite aus, keine Konkurrenz. Ich glaube, das wär nicht so gut. Ja, das dritte Album ist, glaube ich, dann auch in der Zeit so erschienen. Wann war das jetzt? Letztes Jahr, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig drauf habe. Genau, letztes Jahr, Anfang 2021 kam das dritte, kam hautnah. Unglaublich, mein erstes Top-10-Album in Deutschland. Das erste Nummer-1-Album in der Schweiz. Und ich habe ja jetzt gerade im Oktober mein viertes rausgebracht, Frei. Unglaublich, das ist auch direkt auf Platz 1 in der Schweiz wieder gegangen und Platz 4, was mir noch nie zuvor gelungen ist, in Deutschland. Also wahnsinnig Glückwunsch. Dankbar, dass meine Fans mich auch durch diese Zeit unterstützt haben. Glückwunsch dafür. Dankeschön. Ja. Danke. Aber es gibt schon wieder Pläne für nächstes, denke ich mal, wenn wir so deine Social-Media-Kanäle verfolgt haben. Ihr seid kräftig im Studio, glaube unter anderem mit Daniel Sommer. Genau, ich bin mit ganz, ganz, ganz vielen coolen Teams, unter anderem auch mit Daniel. Tim Peters war mit dabei. Fahr so mit ganz tollen Künstlerkollegen, mit denen ich mich auch sehr gut verstehe, im Studio gewesen und was dabei rauskommt, das werden wir bald hören, aber da bin ich auf jeden Fall fleißig und freue mich ganz, ganz, ganz viel neue Musik auch dieses Jahr präsentieren zu dürfen. Und ich glaube gerade die Künstler, die du jetzt oder die Kollegen, die du jetzt da gerade erwähnt hast, ich glaube, das ist so die neue Schlagerfamilie, kann man sagen, die wirklich hier für die neuen Titel sorgen, so insgesamt, oder? Ja, wir geben uns auf jeden Fall beste Mühe. Natürlich. Klar, wir haben es jetzt ja in der jüngsten Vergangenheit ja wieder gesehen, die in Anführungsstrichen schon Alten sind leider nicht mehr so unter uns, wenn wir jetzt bloß hier an den Stimmungsmacher Tony Marshall denken, mit dem bin ich übrigens groß geworden, ich weiß es noch, da die erste Single von ihm, die schöne Maid, die habe ich noch schön zu Hause. Ja. Das waren wirklich damals so die Kindheitserinnerungen. Und jetzt seid ihr natürlich da, seid ihr gefordert, eure Generation. Ja, ich freue mich natürlich.
über die Chancen, aber natürlich ja, sind das Legenden und die bleiben. Also, ja, ganz klar. Was wird sich jetzt dieses Jahr 2023 so alles für dich herauskristallisieren? Was steht an? Natürlich wahnsinnig viele Auftritte wieder. Ich freue mich sehr, das ist das, was ich am liebsten mache, mit den Leuten gemeinsam zu feiern, sie mitnehmen auf eine Reise und da die Songs ja, zu zelebrieren, nicht nur alleine, sondern eben gemeinschaftlich. Das macht mir am meisten Spaß. Tolle Festivals diesen Sommer wieder und auch ganz, ganz viel neue Musik, wie ich gesagt habe. Ich habe mich bewusst auch für eine neue Strategie gefunden, entschieden und da werde ich jetzt öfter Musik und auch die verschiedensten Überraschungen präsentieren, veröffentlichen und unter anderem das auch mit neuen Künstlern und anderen Künstlern zusammen. Sehr gut, sehr gut. Was ich jetzt natürlich auch noch dazu sagen muss, da bin ich jetzt wieder ein bisschen wieder mit neuem Input dabei. Wir dürfen ja hier bei Promi-Geflüster jetzt ja nicht so viel Musik spielen. Deine Musik, die läuft eher auf unserem Schlagerkanal, der sich da nennt Laut FM, das ist das Hauptding, vielleicht bekannt. Und dann / oder / Schlager 24, da einschalten, da hört man die Musik, unter anderem auch vom Vincent Groß. Sehr gerne. Also läuft rund um die Uhr, alles mit Schlager, aber jetzt speziell zu unserem Interview bauen wir extra eine eigene Sendung mal zusammen für eine Stunde. Cool, gerne. Ja, und ich habe gesehen, du hast jetzt noch einen Vierbeiner dabei. Genau, die kleine Britney, meine Tollpudel-Dame. Kannst du die mal rufen? Meinst du, die kommt ins Bild? Die könnte ich gleich mal holen, ja? Dann her damit. Britney! Kannst du mal holen, ja? So, das ist die kleine Britney, die immer mit dabei ist. Weil ich finde es so witzig, da die Zöpfchen da oben, die sieht toll aus, ne? Ja, sie ist eine Fashion-Ikone. Eine kleine Diebe, aber ganz, ganz, ganz liebe. Ja. Doch, auf alle Fälle. Und wie lange hast du jetzt schon? Sie wird jetzt bereits 4. 4 Jahre? Okay. Ja. Ja. Und begleitet dich dann so von Auftritt zu Auftritt. Immer dabei, oder? Eigentlich so gut wie immer mit dabei. Ja. Und hat auch eine wahnsinnig beruhigende Wirkung auf mich. Aha. Ich ziehe mich immer gern von einem Auftritt, mache wie gleich natürlich auch meine Garderobe zurück. Und sie ist dann auch die Einzige, die da drin sein darf, macht sich in meinem Koffer bequem. Und manchmal finde ich dann zu Hause wieder angekommen auch noch ein paar Leckerli zwischen den Unterhosen. Sehr gut. Nicht schlecht, ja. Nicht schlecht. Ja gut, ja, und so da wirklich jemand Tolles dabei. Und ich denke mal, so ein Hund ist doch, wie man immer so schön sagt, auch der treueste Freund des Menschen. Ne? Eindeutig. Und das konnte ich mir auch nie vorstellen. Ja, bevor ich Britney jetzt eigentlich hatte, weil die ist so treu, die ist immer mit dabei, die gewöhnt sich an die Leute und die ist einfach wahnsinnig süß. Ja. Ja, sehr gut. Also, wir sehen, es gibt einiges Neues von Vincent und natürlich auch viel neue Musik, die wir wieder erwarten können. Und wenn du dein neues Album hast, dann mach doch hoffentlich wieder einen Besuch in Reutlingen. Auf jeden Fall. Reutlingen war cool. War sehr cool. Komme ich immer wieder gern. Okay, ja. Dann sage ich mal ganz viel Spaß heute Abend bei dir. Jetzt auf bei der Partynacht. Heiz richtig ein und ich bin gespannt. Wir gucken es uns auf alle Fälle an. Das freut mich. Na? Das machen wir. Also, dir eine gute Zeit und alles Gute. Bis bald. Mach's Ciao. Gut. Ciao. Ja, ja, du hast sie ganz bequem gemacht hier. Ja. Weißt du, was ich meine?